Guten Morgen, ihr Lieben. Willkommen zu einem neuen Vlog. Ich habe mir überlegt, es ist mal wieder Zeit, dass ich ein bisschen vlogge. Fanny liegt da gerade im Körbchen. Wir waren gerade eine Runde draußen. Jetzt gibt es gleich erstmal für Fanny Frühstück. Ich hau mir auch gleich ein paar Brötchen in den Ofen. Allerdings sieht es hier ganz schön wüst aus. Also es ist überhaupt nicht toll. Also ich kann euch ehrlich gesagt gar nicht sagen, welches Datum wir haben. Ich blende es euch hier mal ein. Und zwar haben wir jetzt 10 vor 9. Es ist Sonntag. Und mein Freund musste heute leider schon los zur Arbeit. Dementsprechend bin ich jetzt alleine mit Fanny. Und wie ihr seht, hier liegt überall was rum. Also ich weiß nicht, wenn ihr die ganzen YouTuber immer seht. Ich finde es immer mega aufgeräumt bei denen. Und bei mir sieht es tatsächlich so aus. Und das zieht sich in so ziemlich allen Räumen weiter. Ich habe heute ein ordentliches Programm. Ich möchte gerne backen für Fanny. Das wird es aber in separaten Videos geben, denke ich, wenn alles klappt. Ich muss dazu aber gleich noch die Backmatten tempern. Dafür muss ich aber auch erstmal meine Brötchen in den Ofen gepackt haben, weil sonst sind die voll gequalmt. In der Zeit, wo die Brötchen jetzt backen, möchte ich schon mal anfangen aufzuräumen. Wir haben hier jetzt gerade unsere Garderobe gestern gemacht. Und zwar habe ich ja diese Hundepopos von Ikea und unsere Wand ist hier nicht so toll. Deswegen habe ich, hat mein Freund so Kleber besorgt, so Patex-Kleber. Die halten richtig gut jetzt. Und die sind da jetzt gerade untergebracht. Fanny geht gerade auf ihr Trampolin. Und die müssen wir dann natürlich auch nochmal sortieren und aufhängen. Aber erstmal wird jetzt Frühstück in den Ofen geschoben, der Hund wird gefüttert. Es wird ein bisschen aufgeräumt und dann tempern wir die Backmatten. Das wird eine ziemliche Qualmerei dann schauen wir mal, ob wir das Backen heute noch schaffen. Und schauen wir mal, was uns noch so ansteht. So, das ist Fannys heutiges Frühstück. Wie ihr seht, ist das nur Gemüse. Sonntags ist bei uns immer Gemüsetag. Und natürlich sind noch Zusätze und Öl dabei. Okay. Guten Appetit! So, wie ihr seht, bin ich in der Küche. Hier sieht es auch nicht besser aus. Also ich habe hier schon ein leichtes Küchenchaos gemacht, beziehungsweise da habe ich jetzt schon gerade abgewaschen. Und hier Fenster muss ich noch freiräumen und sowas. Das bleibt halt immer unter der Woche liegen. Deswegen muss ich das am Wochenende machen. Ich will jetzt aber nebenbei schon mal die Backmatten tempern, solange ich hier sowieso noch lüfte, weil das wird eine riesige Qualmerei geben. Deswegen ist der Feuermelder auch schon abgebaut. Ich hoffe, dass die nicht so doll qualmen wie die letzte, weil die war echt heftig. Ich habe jetzt zwei solche Kugelmatten, also Halbkugelmatten. Das sind einfach so Anti-Fett-Backmatten. Also normalerweise macht man die Noppen nach oben, damit das Fett von dem Fleisch oder sonst irgendwas abtropft und nicht im Essen hängt quasi. Und wenn man die andersrum macht, dann haben die so kleine süße Mullen und da kann man super Kekse drin backen. Da gibt es auch eine ganz tolle Gruppe bei Facebook zu und tolle Bücher, die verlinke ich euch unten mal in der Infobox. Und die ganzen Schadstoffe, die in diesen Backmatten ist, die müssen wir rausqualmen lassen. Also rausbacken quasi, weil die bei der Herstellung entstehen irgendwie so Chemikalien und die haben da nichts zu suchen. Und deswegen wird das auch ganz tierisch qualmen. Das Ganze machen wir bei 200 Grad Ober- und Unterhitze. Ich packe gleich beide Backmatten auf einmal rein. Mal gucken, wie das funktioniert. Und dann bis zu 4 Stunden, also quasi bis sie aufhören zu qualmen, soll man sie ausbacken lassen. Dementsprechend schauen wir mal, ob wir das mit dem Keksebacken heute überhaupt noch hinbekommen. Ich habe den Ofen jetzt auch extra noch nicht vorher sauber gemacht, weil ich mir schon dachte, das wird tierisch stinken. Und dann machen wir das danach. Ich mache auch gleich hier schon mal eine Duftkerze an, um vielleicht ein bisschen was zu verhindern. Da muss ich gleich noch das Fenster leer räumen. Das mache ich aber erst, wenn die Backmatten im Ofen sind. Und dann mache ich das Fenster ganz weit auf, damit der Qualm möglichst rauszieht. Und die Dunstabzugshaube mache ich am besten auch gleich mit an. So. Das heißt, auspacken und ab in den Ofen damit. So.
So, wir sind wieder in der Küche. Ich muss sagen, ich bin ganz begeistert von den Matten. Also schaut mal, das ist alles, was bisher kam und die sind jetzt eine Stunde ungefähr im Ofen. Ich werde es jetzt noch ein bisschen drinnen lassen. Sieht aber schon ganz gut aus. Also ich denke nicht, dass ich sie 4 Stunden tempern lassen muss. Dann hoffe ich, komme ich noch zum Backen. Hier habe ich übrigens schon meinen Dörrautomaten angeschmissen. Den brauche ich sowieso später, um die Kekse nachzutrocknen. Und da habe ich jetzt Hühnerhälse drin. Das wollte ich einfach mal probieren. Fanny verträgt ja jetzt mittlerweile Geflügel schon ganz gut. Oder eigentlich verträgt sie es gut. Und deswegen wollte ich einfach mal getrocknete Hühnerhälse ausprobieren. Und da ich sowieso noch welche unten im Keller hatte eingefroren, weil sie die ja roh bekommt, habe ich die jetzt aufgetaut und werde die jetzt trocknen lassen. Ich denke schon, dass es ziemlich lange dauert. Aber ich bin einfach mal gespannt, wie lange und was Fanny so davon hält. Schauen wir mal. Die sitzt übrigens da. Die versteht gerade meinen Aufräummarathon nicht. Wir sind jetzt hier schon ein bisschen weiter gekommen. Also der Tisch, habt ihr ja gesehen, sieht schon ganz gut aus. Hier habe ich jetzt nur noch die restlichen Etagen vom Dörrautomaten. Das ist ganz gut. Und hier sieht es auch schon ganz gut aus. Also das kommt jetzt alles wieder unter den Tisch. Beziehungsweise hier auf den Tisch wollte ich einmal das Platzmäppchen hinpacken und dann ein bisschen meine Herbstdeko, die sehr dezent ist. Ich mag das immer nicht so, außer zu Weihnachten. Da darf es dann ruhig etwas üppiger sein. Aber ich denke, das ist schon okay. Saugen müssen wir noch und ich glaube, wir müssen uns gleich erstmal um den Hund kümmern. Der ist nämlich anscheinend langweilig. Ich habe jetzt auch gerade gesehen, unser Bücherregal müsste mal aufgeräumt werden. Hier oben sind übrigens meine ganzen Hundebücher. Beziehungsweise glaube ich, dass das alle sind. Bin mir nicht so ganz sicher. Ja, da schaue ich gleich nochmal durch. Die müssen nämlich auch noch da oben rein. Und ja, dann hoffe ich, dass wir es heute noch schaffen mit dem Keksebacken. Wir haben es jetzt 10:30. Oh, 10:30 schon. Okay, ja, 10:30 ist es, aber ich denke, das sollten wir eigentlich hinkriegen. Ne? Wir haben ja den ganzen Tag Zeit. Ja, also 10.38 Uhr haben wir gerade. Und ja, ich bin etwas stolz auf mich. Manchmal überkommt es mich sonntags einfach, dass ich aufräumen muss. Oft habe ich dann aber auch keine Lust. Und solange ich in diesem Wahn bin, mache ich auch so lange weiter. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht so große Sachen anfange, dass ich dann zwischendurch die Lust verliere. Wie geht es euch denn mit dem Aufräumen? Ist das für euch das Natürlichste der Welt oder müsst ihr euch auch immer überzeugen? So, Fanny wird jetzt einmal kurz ein bisschen beschäftigt. Wir gehen einmal kurz raus in den Garten, würde ich sagen. Weil eigentlich müssen muss sie nicht, aber ich glaube, ihr ist ein bisschen langweilig. Und dann machen wir weiter. So, nächste Station ist das Badezimmer. Bevor ich das jetzt sauber mache und die Handtücher wechseln und so weiter, möchte ich hier erst nochmal meine Rallye-Obedience-Schilder sauber machen. Die habe ich mir vom Hundeplatz mitgenommen. Die liegen sonst da rum. Zu nah. Und ja, bei dem Wetter schmuddeln die natürlich schnell ein und damit die nicht anfangen zu schimmeln. Bei dem Wetter nehme ich sie jetzt mal mit nach Hause oder habe sie jetzt mit nach Hause genommen und werde sie jetzt einmal sauber machen. Ich habe hier auch unter anderem meine Klönchen mitgenommen. Da sieht man schon, die sind schon ziemlich dreckig. Und das sind meine Schilderhalter. Das sind einfach Tablethalter aus dem IKEA. Und hier sind dann so, wie nennt sich das, Klettverschlussstreifen drauf quasi. Und auf den Schildern sind Punkte. Auf der Rückseite sind auch noch mal welche. Dann kann man die Schilder beidseitig benutzen. Und es klappt ganz gut. Also vor allen Dingen, wenn es gefriert draußen, dann hat man ja, dann kann man die trotzdem halt hinstellen. Man hat nichts, was man in den Boden stecken muss. Also ich bin damit sehr zufrieden. Und deswegen dürfen die jetzt einmal gewaschen werden. Hey ihr Lieben, wir haben es jetzt fast 5 und ich stehe immer noch in der Küche. Bin hier fleißig am Backen. Meine Küche sieht schon wieder katastrophal aus, obwohl ich vorhin aufgeräumt habe. Aber das ist nicht schlimm. Topflappen hängt im Teig. Hier habe ich einmal einen ganz leckeren Teig mit Erdnussmus
Und hier in meinem Trockner, in meinem Dörrautomaten, habe ich auch schon ganz viele Kekse. Und da hinten sind auch noch die Hühnerhäse drin. Die sind schon recht trocken. Ich lasse sie aber bis zum Ende, also über Nacht wahrscheinlich auch noch mal nachtrocknen. Hier habe ich noch ein paar stehen. Das ist so mit Gemüse, also so Babygläschen. Und hier unten stehen noch mal welche mit Rindermehl. Ihr könnt euch sicherlich, denke ich, immer ein bisschen zum Licht hier. So, könnt ihr mich so ein bisschen besser sehen? Ihr könnt euch sicherlich denken, dass Fanny nicht mehr aus der Küche rauszukriegen ist. Ja, was soll man machen? Es riecht halt einfach zu gut. Also mit Rindermehl backe ich, glaube ich, nicht nochmal. Die ganze Küche hat gestunken. Das war echt widerlich. Aber jetzt habe ich zum Schluss gleich noch die Erdnussmus-Dinger drin. Und Kürbiskokos habe ich noch ein paar. Dadurch riecht die Küche wieder ganz angenehm. Das ist ganz gut. Also wenn ihr sowas macht mit Fleisch, dann macht das am besten als erstes und dann hinterher noch irgendwas gut riechendes mit Kokos. Das verteilt sich in meinem ganzen Raum. Das ist echt angenehm. Ja, genau, sonst ist nicht weiter viel passiert. Also ich habe noch ein bisschen weiter aufgeräumt, habe hier nebenbei den Fernseher ein bisschen laufen, habe hier schön fleißig aufgeräumt. Hier habe ich auch schon die ganze Wand fertig. Wäsche bin ich noch am Waschen, also ich war heute fleißig und dem Hund gefällt es auch anscheinend, weil es Kekse gibt. Ja. Mal gucken, was heute noch so ansteht, aber ich glaube nicht viel, also 5 Uhr. Mal gucken, ob wir noch rausgehen. Es wird ja jetzt auch schon dunkel. Wir waren zwischendurch im Garten. Waren ja heute Morgen auch eine große Runde. Mal schauen, was heute noch so passiert.